Hallo und willkommen bei unseren Neulingen. Unser Motto lautet gemeinsam statt einsam. In diesem Sinne wünschen wir dir noch einmal ein herzliches Willkommen. Du fragst dich vielleicht, wie geht es jetzt weiter? In dieser Gruppe, in der du als Neuling automatisch Mitglied bist, findest du Hilfe in der großen Vielfalt an Möglichkeiten, die du bei Feierabend hast. Hierher zurück findest du jederzeit schnell, indem du am Ende der Seite auf Hilfe klickst. Hier eine kleine Übersicht, wie man am besten startet. Wann immer du zu deinem Profil gelangen möchtest, geh mit der Maus über deinen Spitznamen oben rechts. Hier kannst du auch deine Daten ändern und dein Profil etwas mit Leben befüllen. Beginne mit einem schönen Profilbild. Und hake etwas in deiner Kurzbeschreibung ab. Da einige hier auch auf der Suche nach Partnerschaften sind, ist auch ein Statement hilfreich, ob du nur für Freundschaften hier bist oder auch für Flirts offen bist. Wenn du eingeloggt bist, siehst du oben in der gelben Leiste alle Feierabendaktivitäten in deinem Umfeld. Fahre mit der Maus über die Symbole in der gelben Leiste am Kopf der Seite. Hier findest du Informationen darüber, wer deiner Freunde und aus deinen Gruppen gerade online ist, was man in deiner Nähe mit anderen unternehmen kann, wer gerade am Chatten ist, sowie weitere Neuigkeiten von deinen Freunden und Gruppen. Für den Anfang kannst du im Bereich Mitglieder erst einmal durch die Profile stöbern. Suche zum Beispiel Mitglieder, die deine Interessen haben und in deiner Nähe sind. Wer dir sympathisch ist, den schreibe einfach an. Sei immer nett und höflich. Ein guter Umgangston gehört sich auch online. Falls dir einmal etwas negativ auffällt, lies hierzu in der Hilfe unsere Hinweise im Umgang mit Störern. Der größte Spaß bei feierabend.de sind die realen Treffen vor Ort, die täglich stattfinden und von denen selbst organisiert werden, die sich bei Feierabend kennengelernt haben. Am besten schaust du einmal bei den Veranstaltungen in deiner Nähe vorbei. Gehe dazu auf das Kalendersymbol bei den Feierabendaktivitäten in deinem Umfeld. Du kannst auch überregional suchen. Wir wünschen dir nun erst einmal viel Spaß beim Stöbern. Blättere durch die Foren und die Galerien, schreibe ins Feierabendtagebuch, verteile Herzen und Kommentare. Wie all das geht, findest du hier, bei der Hilfe für Neulinge.